Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Im letzten Part sind viel zu viele krasse Dinge passiert. Dixon ist erstmal böse, also auf der Seite von Sansa. Als Schuld damals in den Ruinen bei dem Monado gefunden wurde, war er in Wahrheit schon tot. Und Sansa hat seine Leiche quasi einfach nur als Gefäß genommen, um weiter heranwachsen zu können und mehr Macht zu bekommen. Und beim letzten Mal konnte er dann sich von Shulks Körper befreien. Und jetzt will er alles und jeden töten, also wirklich alles und jeden. Und dann eine komplett neue Welt erschaffen. Nur noch er soll da sein. Der einzige Gott, Maenith, ist schon tot. Keine Ahnung, was beim letzten Mal alles passiert ist. Viel zu krass auf jeden Fall. Und jetzt wollen wir erstmal hier abhauen von Mekonis. Es sieht so aus, als hättet ihr es geschafft, nicht wahr? Ich danke euch für alles, was ihr für meinen Sohn getan habt. Und zuallererst sollten wir von hier verschwinden. Können wir zurück ins Dorf fliegen? Ja, können wir, sollten wir. Stubborn mortals, so desperate to cling to your pathetic lives, even when there is no hope for you! Don't you ever give up! Never. But hear this, Sansa. They will judge me not in life, but death. For both our worlds, you must succeed, Lady Maynard. Jetzt habe ich total Mitgefühl mit Egil, das habe ich auch nicht erwartet. Und Mekonis ist weg. Mekonis! Egil! Look starboard! What's that cloud? Telethios. It's Telethia! Ist es jetzt gut oder schlecht? Ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich schlecht. You're not getting away. Dixon! Listen, it's over. Time for you all to return to the Bionis. Nice and quietly. That's enough! Why, Dixon? What made you like this? Shulk looked up to you, respected you! Dixon! Don't let Sansa control you! Wake up! You can quit your belly aching. I'm in total control. I've always been like this. Ever since long before any of you lot were born. Before we were born? Now you get it. It's just like Egil said. I'm Lord Sansa's disciple. Dixon of the Trinity! Okay. Einer der drei Apostel, na gut. Serenity Telethia oder so. Ich habe, glaube ich, gar nicht mal so ein gutes Team eigentlich, aber es wird schon vielleicht. Geh mal auf mich bitte. Okay, macht er eh schon. Ich hab immer noch keine Ahnung, was ich jetzt davon halten soll. Ich meine, wie ist es dann eigentlich mit den Jüngern oder Aposteln da? Sterben die auch? Ich denke mal schon, oder? Das war jetzt irgendwie verschwendet, egal. Weil Sansa will ja alles und jeden vernichten.
Also dann auch Dixon, oder? Und der findet das okay, dass er abkratzt. Oder wie? Ich habe keine Ahnung. Ich mache wilder Hohn einmal zwischendurch, dass er wirklich immer schön auf mich geht. Und das vor allem dann, wenn währenddessen schön angreifen kann. Aber ich meine, wenn er auf Dumbin geht, wäre es auch nicht so schlimm. Das Problem ist halt hier, dass ich jetzt healmäßig nicht so wirklich viel dabei habe. Da habe ich halt eigentlich nur Ricky. Ja, verdammt. Na, komm zu mir, bitte. Okay. Ich habe das Team wieder genommen, weil die Harmonie noch nicht so hoch ist. wie man vielleicht merkt. Aber vielleicht war das nicht so schlau. Weil ich nämlich nicht mehr arg viel aushalte. Ja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn jetzt eine Zeit lang nicht auf mich geht. LOL, was sind das? Dreifach Fessel, einfach so. Toll, und jetzt ist Dumbin auch noch umgeworfen. Und ich komme nicht hin zu ihm, weil ich auch Bewegungsfessel hatte. Okay, aber das war's, oder? Mit dem Kampf? Ja, okay. You waste of space. Not so tough without Shulk, eh? Stupid beast. You should be grateful. Not everyone has a war buddy like me to lead them along. Tasted good, didn't they? The victory drinks we used to share. I'll kill you! Munka und Dixon waren ja tolle Gefährten für Dumbin. Beide. Who was that? Show yourself! Melia, are you alright? Ah, Hilfe. Kallion! Dixon! He works for the Bionis! He shot Shulk in the back! Is this true? Dixon? This ends here. Your Telethia are no match for our Havres squadron. You cannot win! Maybe you should be concentrating on your own people instead of barking at me. Looks like you've forgotten your destiny. Right? Lorathea? Lorathea? Are you involved in this as well? Your Highness, your naivety is quite charming, but it is also your undoing. I had much fun playing with you and your father. Das war doch so offensichtlich. What? What is this light? Ether particles emitted so that the Bionis can be destroyed and reborn. What do you get if you cross high concentrations of ether with high Entia? No, you wouldn't! Lorathea! Awaken, my darling pets! Telethia! Brother! Melia! Lorathea! Let him go! You misunderstand, child. This is the reason why High Entia are born. Do not blame poor old me. Explain yourself! It's just like she says. The High Entia are a race created by Lord Zanza to eliminate any annoying life forms in the preparation for the rebirth of the Bionis. Their bodies contain a gene that, when the time comes, transforms them into Telethia. The fuck? It can't be. Say it isn't so. Melia, it is true. That is why you are our only hope. Brother? Whatever. We won't be needing a half-breed like you anyway. I mean, if you don't turn into a Telethia, it just means you're gonna get crushed by one. That's the only thing you're good for. Rise up, pet. Do my bidding. Kill your lovely sister. Brother!
Melia! So sorry! I always placed such a heavy burden on you! Don't say such things, brother! But at least I can still shoulder the destiny of our people. The burden meant for you brings a tear to my eye. These moments are to be treasured. How? And the future of the High Entia are in your hands. Yours and Shulk's. Telethia, destroy him! Dixon! I got it. Too late? Damn him! Okay. Where am I? Oh. So I'm... What was I doing? What was the purpose of my life? No. I've got it wrong. I was never alive. It was Zanza. All along. Everything I did was... Do you want to say pointless? That voice. Nobody else can decide that. Only you. Shulk. Atmet noch. Here. Mikal made you a wonderful new weapon. Since you lost your Monado, I mean. It uses the latest Machina technology. Use it when you wake up. Then, let's all go on living. We've relocated the High Entia and the Nopon refugees to Colony 6. Thankfully, the Mekon did us a favor by fortifying it for us. It should hold out for a while. It's ironic. We want to escape Zanza, but we can't leave his body, the Bionis. Well, this is our home. Princess, I have to know. Should we be worried about the evacuated High Entia? I cannot be sure, but I believe not.
All those who survived are part Homs like me. Understood. If they ever do transform, I will be among them. If that time comes, you know what to do. Are you sure? Everyone is obliged to accept their fate. No way! There's no way Kallion would leave the fate of the Hyentia to you if that was gonna happen. Precisely. And Milia, if we are to survive, we must fight Zanza and the Telethia. It may not be the case with all of them, but a large number of Telethia were once Hyentia. Your subjects and your brethren. I am prepared for that. Even if it means harming my brethren, it is for the protection of the survivors. That is the final wish of my father and brother. I will fight to free the souls stolen by Zanza. You're a fighter, Melia. We will need all your strength in the fight ahead. How's Shulk? He's going to make it. His wound has closed. I think Mayneth used the last of her power to protect him. So he's okay? Linarda is tending to him now. Fiora? He won't wake up. It's like his consciousness has sunk to the bottom of a cold, dark lake. I keep saying his name, but he doesn't respond. Sansa's gonna pay for this. What if the Telethia attack? Then we'll have to fight without Shulk. That's why we've strengthened our defenses. That weapon I made should come in handy as well. We're backed into a corner, but we'll give it all we've got. Can your resistance truly achieve anything? What do you mean by that, Alvis? Exactly what I said. We were all born of the Bionis, of Zanza. It is Zanza's will that the Telethia return us to the body from whence we came. Whether we die of old age or in battle, we all eventually return to the Bionis. We cannot escape this fate. Am I wrong? You've got it backwards, man. Just because he thinks it doesn't make it so. We decide whether to keep living or not. I agree. Even though he's our creator, that doesn't afford him the right to take our lives on a whim. But that is the thinking of a Homs. He is a god. Such morals cannot apply to gods. So you think we should just shut up and die? If that is the fate decided by a god. You are mistaken if you think we will simply accept such a fate and wait to die. We'll never stop fighting, not till the end. To Zanza, the outcome is the same. Thus, your logic is flawed. It ain't the outcome that's important. It's the will to fight back. Even if you die in vain. Alvis! Whose side are you on? You scared or something? Frightened of a few Telethia? Stop this. There's no point fighting amongst ourselves. Fiora. Sorry. I need to go and get some air. Okay. Und ich spiele jetzt nur mit Melia. Das ist ja interessant. Ich sollte Fiora folgen. Okay. Das ist äußerst wild. Du machst dir tatsächlich Sorgen um Shulk. Er ist noch immer bewusstlos, aber sein Zustand ist stabil. Beruhige dich und überlasse alles weitere mir, ja? Okay. Shulk. Weshalb seid ihr? Inada beobachtet mich. Ich muss meinen Blick von ihm abwenden. Okay. Aber wie gesagt, er atmet ja noch. Also das, vielleicht habe ich das auch doch falsch verstanden. Oder es stimmt halt doch nicht so ganz, was Sansa da erzählt hat. Dass Shulk damals schon gestorben ist, weil er ihm die Lebenskraft quasi ausgesaugt hat und weil er dann nur seine Leiche, seinen Körper quasi benutzt hat. Der echte Shulk scheint da doch noch irgendwo drin zu sein. Wir haben ihn ja auch vorhin wieder im Weltall gesehen oder so. Wo dann Elvis zu ihm gesprochen hat. Auch keine Ahnung warum. Ich kann übrigens hier Sachen kaufen. Für alle sogar. Das war jetzt ein bisschen kacke, weil ich... Bücher übrigens auch. Die will ich mir wahrscheinlich alle holen. Aber das ist ein bisschen kacke, weil ich weiß halt, ich habe jetzt ja keine Vergleiche, weil ich habe die anderen gerade nicht im Team. Und deswegen habe ich keine Ahnung, ob die Waffen gut sind oder nicht. Ich kann halt bei ihr gucken natürlich. Hier beim Klarheitsstab.
Aber ich glaube, den habe ich. Ne, habe ich noch nicht sogar. Anzahl 0. Okay. Der ist auch nicht so schlecht. Ist halt dafür keine Mekon-Waffe mehr. Aber der Mekon ist ja jetzt eh im Arsch. Deswegen jetzt werden wir wahrscheinlich eh erstmal keine Mekon-Gegner mehr haben, denke ich. Deswegen kaufe ich den einfach mal. Denke ich. Ich habe eh ziemlich viel Geld, ja. Und hier werde ich mal einfach alle kaufen. Ja. So. Okay. Und dann... Ja, gerne. Der andere Typ, der hat einfach Kleidung, oder wie? Ja, okay. Ich weiß nicht sehr. Ich hoffe mal, dass ich dann nochmal, wenn ich mit den anderen auch wieder spielen kann, dass ich dann hier... Oh, dass ich dann hierhin zurückkehren kann noch und dass ich dann auch noch einkaufen kann. Weil ich, wie gesagt, ich weiß halt jetzt nicht, ob das gut ist und was ich von den Sachen schon habe, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das habe ich noch nicht zum Beispiel. Die Stufe 3 Dinger für Fiora. Genau, steht ja auch 0 dran. Das wäre erst eine Überlegung wert. Aber ich weiß auch nicht, ob ich die alle kaufen will. Das ist halt dann ziemlich teuer. Aber ich brauche halt den Vergleich einfach. Weil ich weiß nicht auswendig, wie die exakten Werte jetzt von meinen Charakteren sind. Aber die Technikbücher werde ich auf jeden Fall alle kaufen. So. Auch wenn ich die Technik nicht benutze teilweise. Das ist richtig wichtig auf jeden Fall. Dass ich die weiter upgraden kann. Okay. Ja, und ich weiß nicht. Ich lasse mal mit, das mit der Ausrüstung. Ich hoffe einfach, dass ich hierhin zurückkehren kann. Wenn ich dann wieder mit allen spielen kann. Aber ich denke auch mal schon. Das wäre komisch ansonsten. Wenn das nicht ginge. Fuck, jetzt bin ich wieder hier unten. Moment. Wo genau bin ich eigentlich gerade? Also ja, in Kolonie 6 eben. Genau, ja. Okay. Und ich kann ja auch eine Quest sogar machen. Hier bei Darland. Ah, ich hatte schon gehofft, dass ich einen von euch sehen würde. Ich kümmere mich um die Hochentier, die ins Lager geflohen sind. Ihr wisst schon, das Flüchtlingslager auf dem Bein des Bayonis. Aber wir haben nicht genügend Vorräte für alle. Okay. Dabei ist unser Speicher in der Tefra-Höhle noch voll. Ich könnte sofort etwas holen gehen, aber ich habe den Schlüssel verloren. Als Bayonis sich bewegte, hat sich dort ein blockierter Pfad geöffnet. Den wollte ich nehmen. Vor langer Zeit war das die Hauptroute. Aber nun tummeln sich dort wahnsinnig viele Monster. Ich bin gerade noch mit meinem Leben davongekommen. Okay, da kann ich helfen. Vielen Dank für die Anerkennung und so. Aber ich dachte, ich würde auch auch etwas im Gegenzug bekommen. Okay. Wie es scheint, war meine Anerkennung etwas verfrüht. Hey, ich bin nun mal Geschäftsmann, durch und durch. Aber ich verstehe, dass jetzt nicht die Zeit für so etwas ist. Diese Leute brauchen Hilfe und die werden sie bekommen. Deshalb frage ich euch, werdet ihr den Flüchtlingen helfen? Bitte, findet den Schlüssel. Okay. Besorge den Speicherschlüssel aus der Händlerstation in der Tefra-Höhle. Okay. Das kann ich auf jeden Fall mal machen. Kann ich mich denn jetzt eigentlich wieder wieder porten? Oder geht's immer noch nicht? Also ich meine, zu anderen Gebieten ging es ja. Aber nee, es geht nicht. Ich kann mich wirklich nirgendwo hin porten einfach. Das ist irgendwie ziemlich kacke. ja, hier auch nirgendwo. Ja. Okay. Das ist natürlich doof. Ja, dann werde ich jetzt, glaube ich, nicht so viel Zeug hier machen. Aber mein Zielort ist da unten. Hm. Ich verstehe das nicht ganz, warum ich jetzt hier nur mit Melia spiele. Das ist irgendwie kacke. Weil ich will eigentlich ja Sachen einkaufen und so. Weil wenn es wirklich so ist, dass ich nur einmalig die Chance habe, bei den Händlern da einzukaufen. Und wenn ich jetzt das verkacke. Ich meine, die Technikbücher habe ich ja. Das ist das Wichtigste, würde ich sagen. Ja, stimmt. Ich kann mal bei ihr übrigens gleich gucken. Ich glaube, für sie waren auch ein paar dabei. Genau, 3 Stück sogar gleich. Und sie hat auch ultra viele Punkte, weil ich die nie hergeben konnte für irgendwas anderes. Die Effektverstärkung habe ich ja eh nicht benutzt. Deswegen, das ist egal. Aber ich kann halt Wasser und Eis stärker machen. Machen wir gleich mal. So, ich hau mal Punkte einfach gleich raus. So, zack. Ich würde sogar lieber am liebsten noch eine weitere Stufe hochbringen wollen. Aber das ist auch schon mal ganz in Ordnung. Bei den anderen werde ich dann auch schön alles hochboosten. Warte, jetzt kann ich da... What the fuck, jetzt kann ich da auch eine Quest machen. Da ist sogar auch noch ein Händler. Okay, aber das ist halt jetzt eine spezielle Kolonie 6 Quest, oder? Weil, warte mal kurz, kann ich mit Chuchu reden zum Beispiel und könnte ich Kolonie 6 weitermachen, wenn ich die Items hätte? Das würde sogar gehen, ja. Kann ich aber nicht, weil ich die passenden nicht habe. Natürlich. Okay. Ja, ich werde mal kurz dann die eine Quest da machen, wenn ich jetzt schon hier bin. Und da ist ja eben auch noch ein Händler. Vielleicht kann ich da auch nochmal, aber ich glaube nicht, weil bei dem war ich ja schon mal. Also der dürfte, glaube ich, nichts mehr so Tolles haben. Ja, das ist nicht so gut, das Zeug hier. Und die Bücher habe ich auch schon alle gekauft. Ja, okay. Gut. Dann tschüss. Aber hier, hi, Satata. Hello. 1000 Danke, Pon. Jetzt kann Hu zusammen mit Bruder Pon zu Bayonis zurück.
Hoffentlich konnte ich eurer Bitte zufriedenstellend nachkommen. Die letzte Ehre, die Satata seinem Budapon erweist. Okay, irgendeine Mission habe ich erfüllt. Keine Ahnung welche. Aber okay, gibt auch nicht so viele EP. Aber gut, trotzdem. Gerne. Okay. Aber ja, dann sollte ich, glaube ich, einfach zum Zielpunkt hingehen. Mit Fiyawa reden. Hoffen, dass ich danach wieder mein vollständiges Team habe. Und dass ich da nochmal einkaufen kann. Weil ich denke mal, dass die Shops jetzt auf Chunks auch schon immer da bleiben werden. Ich glaube, wir werden noch ein paar Mal mit Chunks irgendwo anders hinfliegen müssen. Und ich denke mal, dass das immer, wenn ich mit Chunks irgendwo hinfliege, dass halt die Shops einfach da bleiben, die beiden. Und dass ich da immer wieder einkaufen kann. Das ist so das, was ich hoffe. Weil wie gesagt, ich muss das sehen und vergleichen mit meinen anderen Charakteren, was die gerade für Ausrüstung tragen, weil ich das nicht auswendig weiß, was die alles tragen. Yeah, fröhliche Musik. Cool. Ist alles total happy. Und na deswegen, ich muss einfach hoffen, dass es noch funktioniert. Okay. Aber ich würde sogar eigentlich, weil heute ist ja auch wieder einiges passiert in diesem Part. Deswegen würde ich eigentlich fast schon wieder sagen, Leute, was ist hier für diesen Part von Let's Play Xenoblade Chronicles Definitive Edition? Beim nächsten Mal wird es dann hier noch weitergehen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie und warum. Also oberste Priorität für mich ist erstmal, also Sansa aufhalten natürlich schon, aber auch Schuld zu retten. Was ja anscheinend schon irgendwie geht. Ich habe halt keine Ahnung, ob wir ihm irgendwie helfen können oder ob wir Denada das einfach machen lassen müssen und einfach vertrauen müssen, dass es wieder wird. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich wieder als Shulk auch irgendwann spielen kann. Und ich hoffe auch, dass wir Sansa irgendwann aufhalten können, weil der ist ziemlich verrückt. Aber okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal.